Ja, mal moin. Ein Tipp passend für die schönen Strandstunden. Victor Yassin Hitze, ein Buch, was ich schon im Leseschatz besprochen hat, also auf leseschatz.com, als es gebunden herauskam. Ich möchte es jetzt nochmal erwähnen, weil es frisch ins Taschenbuch gekommen ist, also erschienen ist. Ein Buch, was perfekt die Schwüle, die Hitze eines Sommertages einfängt und uns auch taumeln lässt durch den Text und auch leicht verstörend wird am Ende des Buches. Handelt von einem jungen Mann, ein Junge, der mit seinen Eltern eine Strandzeit verbringt. Eigentlich sollte es perfekte Tage werden, schöne Ferientage, schöne Urlaubstage. Er sich aber mit den Mitangereisten, den Strandurlaubern, nicht wirklich anfreunden kann. Es gab da zwar eine Liebesgeschichte, aber was ist wirklich da auch in ihm alles passiert in diesen Tagen? Das erliest man peu à peu, wobei die Zeitspanne des ganzen Textes sehr kurz ist. Er freut sich jetzt darauf, weil die Abreise steht kurz bevor, es kam zu einer Verzögerung, aber bald ist die Sommerzeit für ihn vorbei. Er ist auch ein introvertierter Mensch, der lieber die schöne Musik hört und auch möchte auch eine Musikerkarriere haben. Er eines Abends halt, die anderen machen Party, spazieren geht am Strand, für sich alleine ist und dort bei den Schaukeln, den Kinderschaukeln, sieht, wie ein gleichaltriger Junge dort in den Schaukelbändern sich stranguliert und er ist so in einer Schockstarre, dass er gar nicht interagieren kann und gar nicht reagieren kann und er sieht ihn einfach dort sterben und in dem Moment, wo er halt tot runterfällt, dieser andere Junge, wacht er aus seiner Starre auf, hat aber jetzt Angst, dass er nicht reagiert hat und dementsprechend fühlt er sich an dem Tod verantwortlich und springt die Leiche woanders hin, vergräbt sie. Nächsten Morgen ist natürlich die Aufregung groß im ganzen Ferienlager, weil ein Junge wird vermisst. Wir wissen es, der Junge weiß, was passiert ist. Wie geht er mit dieser Schuld um? Was passiert mit ihm? Ein großartiger, kleiner Text, der mit der Schuldfrage daherkommt, aber auch, wie ich schon sagte, die Sommertage frisch einfängt und einfach puren Lesespaß verbreitet und halt am Schluss Fragen aufwirft, die den Text nochmal reflektieren lassen. Übersetzt aus dem Französischen von Sina de Mollafosse. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Ader von der Buchhandlung Arnold Schmidt und den Blog Leseschatz. Ciao.